Hallo ihr Lieben. Ja, ich dachte mir, ich probiere auch mal hier so ein kleines ja, Vlog so in der Richtung. Ich meine, ich wollte jetzt mal versuchen, mich einfach mal öfters irgendwie rauszubewegen und will das so ein bisschen als Anreiz nehmen, euch mal so beim Spazieren im Grunde mal so mitzunehmen. Einfach mal ein bisschen quatschen über das, was so ansteht oder die letzten Tage anstand etc. Ob das jetzt hier so gerade perfekt geht, auch mit dem Mikro und der ja, Kamera und sowas. Ich weiß es noch gar nicht, wie verwackelt das hinterher ist. Und es ist gerade auch ein bisschen frisch, es ist windig hier. Und ja, es kann gut sein, dass ich vielleicht gar nicht zu verstehen bin. Werden wir dann sehen. Ja, ich befinde mich gerade hier ein bisschen in meiner Heimat. Ja, boah, jetzt wird es windiger. Waren jetzt halt ein paar Tage bei meinen Eltern, haben die Winterreifen gewechselt, also von Winter auf Sommerreifen gewechselt, Ölwechsel gemacht, sowas. Und einfach mal ein paar Tage relaxed hier. Ja, bevor jetzt die Alarmglocken losgehen. Natürlich alles unter den ja, aktuellen Bestimmungen, sage ich mal, und mit genügend Vorsichtsmaßnahmen, Tests etc. Also da keine Sorgen. Ja. Aber ich dachte mir, ich nehme das Ganze mal hier so ein bisschen zum Anlass, euch mal ein wenig von meiner Heimat einfach zu zeigen. Und ich finde es gerade sehr krass. Ich bin vor 9 Jahren, ungefähr fast 9 Jahren, hier weggezogen und ja, ich war jetzt gerade schon hinten durch ein Neubaugebiet gelaufen und das Ganze war, ich kenne es halt nur komplett als Wiesen, ne? Wiesen, wo Pferde und Kühe drauf standen und jetzt ja, alles bebaut. Ich gucke mal, ob ich hier mal ein bisschen switchen kann, die Kamera irgendwie switchen kann. Okay, scheint nicht im laufenden Modus zu gehen. Schade. Nee. Huch. So. Ja, keine Ahnung, ob es jetzt so gut funktioniert. Irgendwas zeigt das Display jetzt an, was ich nicht lesen kann, weil es zu stark reflektiert. Dann muss ich einfach mal so drehen. Ja, und da könnt ihr mal so ein bisschen hier bisschen die Landschaft sehen. Viel gibt es hier gerade an der Stelle jetzt nicht zu sehen, aber das Schöne ist halt, es ist ein bisschen abgelegener. Gleich hier oben drüber, über dem Hang, sind schon die nächsten Häuser gebaut worden. Der Gang, den Weg, den ich hier jetzt lang gehe, der führte halt früher immer, führte halt früher hier immer an den Weideflächen vorbei. Und ja, hier zum Beispiel, Moment. Das da ist unsere alte Schlittenbahn. Wir haben halt früher hier diese Wellenbahn genutzt und sind da immer schon Schlitten runtergefahren. Ganz oben kommt man schon gar nicht mehr hin, da sind jetzt auch halt Häuser. Ja, bisschen zugewuchert teilweise, aber ansonsten hat sich hier zum Glück noch nicht so viel verändert. Ja, okay, so viel Uninteressantes aus Loris Heimat. Ich denke mir auch mal so ein bisschen drüber zu labern jetzt. Was ist denn so in der letzten Zeit passiert? Was ist denn, ich hoffe, ihr seht überhaupt noch was. Was ist denn, ja, wie sage ich das jetzt? Also, was steht denn, ich habe mir hierfür jetzt keinen Skript oder so irgendwie was überlegt oder vorgenommen hier irgendwie, ja, ich muss immer gucken, wie es mit dem Licht ist, vorgenommen hier irgendwie so ein bisschen, ja, bestimmte Weisheiten rauszuhauen, whatever. Ist mir ehrlich gesagt relativ. Oje, meine Haare. nee.
einfach so ein bisschen palabern. Und was mir da zum Beispiel gerade in der jüngsten Vergangenheit so ein, irgendwo noch wichtig ist, nochmal zu betonen. Wir haben uns ja in der Community zusammengetan, um Anni eine schöne Überraschung auch zum Geburtstag zu machen. Und ich glaube, das ist uns voll gelungen. Na, das im Nachhinein noch, das ist mega geil gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele dran beteiligen und dass wir ihr so ein tolles Geschenk auch machen können. Danke da auch nochmal an alle, die daran mitgemacht haben. Und ja, es war einfach toll. Na, auch danke nochmal an Lala, die da sehr, sehr viel für gemacht hat, das Ganze organisiert hat. Weil wenn ich das jetzt organisiert hätte, naja, dann hätte Anni das wahrscheinlich schon lange, lange früher mitgekriegt einfach. Na, wäre halt ein bisschen doof gewesen, wenn sie mal bei mir in Discord guckt oder so. Es hat jedenfalls mega geklappt. Und auch der ganze Abend, ihr Geburtstagsabend war echt schön. Ja. Ich muss sagen, langsam gewöhnt man sich so ein bisschen an diese virtuellen Feiern. Ich meine, vor 2 Jahren hatten wir es ja auch schon mit meinem Geburtstag. Also jetzt schon fast 3 Jahre her. Ja, wo ich halt aus privaten Gründen nicht feiern konnte. Ja, und da haben wir ja auch schon den Geburtstag virtuell gefeiert. Das war schon mega. Und jetzt halt aufgrund der aktuellen Lage, die letzten 2 Geburtstage von Anni, mein letzter Geburtstag, ja auch mein kommender halt, ne, gehe ich nicht davon aus, dass wir da schon irgendwie groß was anderes machen können, außer den halt ja wieder virtuell zu feiern. Da kann ich auch nur noch mal betonen, generell durch das ganze, die ganze Interaktion mit der Community, nicht nur was Feiern angeht, sondern auch der alltägliche Kontakt so in den Streams oder auch im Discord, das tut mir halt richtig, richtig gut während der ganzen Zeit. Also das hat meine Stimmung in den letzten 2 Jahren sehr hoch gehalten und ich hoffe, euch geht es ja genauso. Deswegen finde ich es auch ganz gut. Also wir haben ja schon ziemlich zu Anfang gesagt, dass wir gerade das Thema Corona, schwere Krankheiten und sowas aus dem Streamchat zum Beispiel und aus dem allgemeinen Discord-Chat einfach so ein bisschen raushalten, damit man sich einfach mal von diesen Problemen ablenken kann. So eine kleine Wohlfühl-Area hat und ja, das, ich denke, das Konzept funktioniert ganz gut. Ich meine, ich verstehe es auch, dass Leute, die unterschiedlichsten Leute da sehr viel Redebedarf auch haben, aber dafür kann man immer noch den Privatchat nutzen. Ne, da spricht ja nichts gegen. Ich guck mal kurz, ja. Ah, hier meine kleine Bank gefunden. Ne, da spricht ja halt nichts gegen, wenn man das im Privatchat macht. Und so sind wir bisher, würde ich sagen, da ganz gut gefahren. Und ja, mir hilft das sehr. Na, ich bin ja leider selber ein Mensch, der recht anfällig für negative Themen ist. Daher hilft ihr mir da auch sehr, sehr gut mit, dass ihr die Themen halt eben aus den Chats so ein bisschen raushaltet. Und dafür auch nochmal ein, ja, vielen, vielen Dank dafür. Generell, ich bin aktuell sehr zufrieden. Sehr zufrieden, wie es läuft. Ja, klar, gibt es immer Sachen, sowohl, ich sag mal, im öffentlichen Rahmen als auch im privaten Rahmen, wo man sich so seine Gedanken macht und viel grübelt. Aber die sind jetzt nicht, also sie sind definitiv in der Minderheit. Im Moment ist es mehr so, yay, ich will Vollgas geben. Ne? Und da bin ich jetzt auch zum Beispiel schon gespannt auf nächsten Samstag. Da haben wir die große Neverending Challenge. Ist meine erste Neverending Challenge. Ich wurde schon von Crasher darauf angeschrieben, ob ich nervös sei.
vor allem, weil so scheinbar Dark Souls, es wird Dark Souls 3 als Strafe geben, wenn ich versage. Also bin ich mir ziemlich sicher, ich meine, hat gerade doppelt so viele Stimmen wie Mario Sunshine zu 100%. Ja. Schön. Ich freue mich. Nein. Ich werde alles geben. Seid euch da gewiss. Also, ich will nicht Dark Souls 3 spielen. Für mich wäre es überwiegend blind. Ich habe privaten bis zum zweiten Boss gespielt. Und ich habe jämmerlich versagt. Daher werden wir es mal sehen, was läuft. Ja. Generell sind wir aber im Moment in einer Phase mit vielen Events, ne? Der May the Force steht an. Okay, das ist ein kleiner Tag, aber da möchte ich auch ein bisschen was Schönes machen. Einen schönen Klassiker raussuchen, den wir dann zusammen zocken. Ja, passt ja sehr gut in unseren Retro-Bereich. Und auch, kurz danach schon unser Dreijähriges auf Twitch. Passt auch irgendwie. Anni und ich haben jetzt am Morgen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme morgen, unser Dreijähriges. Und ab am 17.05. haben wir unser Dreijähriges auf Twitch auch. Und da bin ich schon sehr weit in den Vorbereitungen. Ich möchte ein bisschen was auffahren. Also jetzt programmtechnisch. Ein paar Eingeweihte gibt es schon. Ja klar, manche Sachen müssen abgesprochen werden. Das heißt, es werden auch Sachen dabei passieren mit, also Streams passieren mit Streamern, die mich halt auch im Laufe der 3 Jahre hier begleitet haben. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf. Ich sag's direkt schon mal, es wird eine anstrengende Woche. Wir werden ein einwöchiges Event damit machen. Und ja. Ich muss gerade überlegen, was ich euch sage, ohne euch zu viel zu spoilern. Das möchte ich nämlich nicht. Soll ja noch so ein bisschen Überraschung da bleiben, ne? Ja, und dann ist ungefähr, ist ja dann schon 2 Wochen später, ist ja dann auch schon wieder mein Geburtstag. Ich sage jetzt nicht, welches Alter. Nein, das muss nicht sein. Ja. Es wird auf jeden Fall mega. Also die nächste Zeit, ich freue mich, keine Ahnung, ich kann mich kaum zurückhalten, da freue ich mich. Es mag vielleicht gerade nicht ganz so wirken, weil doch, jetzt kommt ein bisschen sehr kalter Wind. Ich werde mich auch mal ein bisschen weiter bewegen hier. Ja, es wird eine spannende Zeit und ich denke, wir werden alle viel Spaß dabei haben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich überlege, was es sonst noch so Aktuelles gibt. Aber ich glaube, mehr aktuelle Themen habe ich gerade noch nicht mal auf dem Herzen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das hier so weiterläuft. Also stellt euch jetzt nicht darauf ein, dass wir irgendwie jede Woche sowas machen oder so, ich weiß noch gar nicht. Ich wollte erstmal einfach so ein Feeling dafür kriegen, wie das so ist und wie viel Spaß mir das auch bereitet. Einfach mal außerhalb der Streams so meine Gedanken ein bisschen schweifen lassen. Ihr könnt mir ja gerne was sagen, ob es euch gefällt. Ja. Über Feedback bin ich da
sehr froh. Ich werde jetzt nicht anfangen, das typische am Ende eines Videos, lass einen Daumen da, lass ein Abo da, bla bla bla. Na, das hier ist so ein bisschen jetzt einfach außer der Reihe. Daher denke ich mir, werde ich mir das dafür auch so ein bisschen aufsparen, diesen Call to Action. Ah, so geht's vom Licht her besser. Ja. Super, ich muss dazu lernen. Ne? Und ja, das werde ich mir halt so ein bisschen aufsparen und einfach nur mal so ein bisschen frei von der Leber wegreden. Ich denke eh, dass es, wenn überhaupt, interessanter ist für diejenigen, die sowieso schon Abonnenten sind, also Abonnenten auf YouTube beziehungsweise eher noch Follower auf Twitch. Ja. So für die, ja, für die alten Hasen der Community so in etwa. Na, vielleicht auch für den einen oder anderen neuen. Egal wer, es freut mich auf jeden Fall, wenn es euch gefällt. Und ja, das war's jetzt erstmal von mir. Wir sehen uns sowieso beim nächsten Stream und macht's gut. Ciao.